Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine wunderschöne Box mit ganz vielen Ideen und Veränderungen und kleinen Details, die ihr machen könnt. Und eigentlich ist das schon fast Teil 3, denn ich habe euch zu diesem Stempelset schon einiges an Ideen gezeigt. Deswegen werde ich da ein bisschen Werbung dafür machen. Also zuerst mal, wir basteln heute so eine schöne Box. Die hat hier nicht nur eine schöne Ecke, hinten und vorne, es gibt verschiedene Varianten, ich zeige euch noch mehr, sondern die kann man hier oben auch noch öffnen. Was sich darin verbirgt, das zeige ich euch gleich. Zunächst wollte ich aber noch kurz an die beiden anderen Videos anschließen ein bisschen, nämlich diese Box hier. Passt wunderbar zum Beispiel zu der Karte, die wir in einem der letzten Videos gebastelt haben. Das war diese Karte, eben auch mit diesem tollen Set. Und das Video dazu möchte ich euch hier oben verlinken, weil wenn ihr eine Box habt, dann möchtet ihr vielleicht auch eine passende Karte dazu machen. Das ist so eine wunderschöne Kartenform, also was ganz Besonderes. Und deswegen dachte ich, halte ich euch die auch noch ganz kurz ins Bild. Und weil es auch noch dazu passt und auch mit dem gleichen Set gestaltet ist, ich habe euch auch in einem der letzten Videos eine passende Verpackung zur Karte gezeigt, die eventuell auch zur Box passen könnte. Wenn ihr zwei Sachen verschenken wollt, vielleicht für Mama und Kind, könntet ihr auch diese tolle Box dazu basteln. Die verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Einfach damit ihr noch mehr Ideen für dieses Set habt. Das passt vielleicht manchmal ganz gut. Man sucht ja manchmal genau sowas. Diese Box beinhaltet mehrere Ideen, die ich schon lange mal machen wollte. Als allererstes, der erste Ideengeber dazu, oder der ganz erste Ideengeber, glaube ich, dazu war mal ein Swap, der ist schon ganz lange her. Das war einer meiner ersten Swaps. Ich habe den jetzt leider nicht hier, den habe ich oben. Der hatte diesen schrägen Deckel. Und den wollte ich schon lange mal machen und ist eigentlich total einfach, aber hat so eine elegante Art. Deswegen zeige ich euch da heute ein bisschen was dazu. Man kann diese Box also hier oben ganz normal aufmachen und hat dann hier diese kleine verspielte Feinheit, dass man hier so eine Abschrägung hat. Ich zeige es euch nachher auch mit zwei Abschrägungen. Und das Besondere an dieser Box ist einfach, dass man das hier oben aufmachen kann. Noch zusätzlich. Genau, dann kann man hier oben aufmachen. Und dann kann man hier oben noch ein paar süße Grüße unterbringen und da klappt sich hier dieses tolle Element noch so ein bisschen auf. Ich finde das wunderschön und da dachte ich mir, ich könnte diese Box mit dieser Kante und diesem tollen Element hier oben mal in ein Video bauen. Und dann gibt es dazu eben noch zwei Inspirationen, die ich bekommen habe. Zum einen die Inspiration von der Barbara, die ist auch schon eine ganze Weile bei mir und die ist so schön, diese Inspiration. Das ist so die Grundbox, die erste Idee, die ich dazu hatte. Damit zeige ich euch gleich. Die kann man eben hier an der Seite aufmachen. Das ist ein bisschen anders gestaltet. Wunderschön mit diesen Mohnblüten, meine Lieblingsblumen. Und dann ist der Deckel das hier oben. Also es ist nicht so, dass man den Deckel abnehmen kann, sondern der Deckel ist hier so integriert mit dieser tollen Ausklapptechnik. Hier drinnen ist eine Kerze, also das wäre vielleicht schon mal der Ideengeber für das, was ihr in die Box reinbauen könnt. Vom Maß her passt es super. Ihr habt eine Grundbox von, ich meine, 5x5, nee, oder? Doch, von 5x5 cm und eine Höhe von 6 cm von dieser Box. Also so eine kleine Kerze passt da wunderbar rein und wäre eine ganz süße Idee. Als Geburtstagskerze, das ist so süß und so wunderschön und das, ja, wollte ich unbedingt nachbasteln. Und dann habe ich lustigerweise bei unserem letzten Teamtreffen einen Swap bekommen von der lieben Petra, auch aus meinem Team. Und da ist die Idee diese, dass ich hier eine Box habe und einen Deckel und dieses tolle Element mit diesem Ausklappmechanismus, das wir eben hier schon hatten, als Deckel. Und ja, verbinde mal drei Ideen in einer Box, habe ich gedacht. Das ist so diese tolle Explosionsart hier oben. Wunderschön. Tolles Papier, wunderschöne Box. Und somit habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt mal beides und gucke dann, was für eine Anleitung besser ist. Und so habe ich es gemacht. Ich habe also hier eine Box gemacht mit beiden Abschrägungen. Die geht jetzt hier leider auseinander, das sollte sie natürlich nicht. Mit beiden Abschrägungen vorne und hinten und mit der kleinen Explosion hier oben. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Hier ein kleiner Spruch mit dem Hallo und dann geht es hier so auf, auch zum Geburtstag. So ist diese jetzt gestaltet. Und die zweite Variante ist diese hier, die zeige ich euch jetzt erstmal so von außen. Also das ist auch eigentlich eine ganz schlichte Box, die finde ich auch
total schön im Endeffekt. Also erst habe ich gedacht, was mache ich da für eine Deko? Und dann ist es so geworden, ganz einfach und ganz schön. Mit dem Band eben hier an der Seite kann man aufmachen. Und da ist es auch so, dass sich dieser Mechanismus hier innen drinnen befindet, als Innenteil. So wie die Idee von der Barbara eben. Also finde ich auch total schön, aber ich habe mich jetzt im Endeffekt dazu entschlossen, das Ganze etwas einfacher zu gestalten und das auch in den Deckel einzubauen, weil ich das leichter finde, weil bis man diese Ecke da reingeklebt hat, vielleicht gibt es da einen Trick, aber ich fand das total knifflig und dachte mir dann, nee, sieht total toll aus, ist eine super coole Sache, aber kann ich tatsächlich mit dem Technikdeckel auch bauen und deswegen machen wir heute die Variante mit dem Deckel. Hui, viele Worte vorweg und jetzt starten wir gleich mal los. Okay, was benötige ich alles? Ich mache jetzt eine Box passend zu meiner anderen Karte, also von der Farbe bleibt es ungefähr in diesem Bereich. Und deswegen nehme ich einmal Grundweiß extra stark als Farbkarton. Ich habe das Designerpapier Faszinierend Floral, heißt das, hat diese Bestellnummer. Findet ihr zusammen mit dem Stempelset und den Accessoires nur im Online-Shop unter der Rubrik Online exklusiv. Und dann benutze ich noch Pfauengrün und Lindgrün als Farbkartone. Die haben diese Bestellnummer, falls ihr das braucht. An Maßen habe ich einmal eine Grundbox. Meine Grundbox wird jetzt Pfauengrün mit dem Maß 17,3 x 17,3. Einen Deckel, der wird jetzt weiß in meinem Fall mit 14,5 x 14,5. Eine Deckelauflage mit dem Maß, also das ist jetzt dieses Lindgrün 10 x 10. Und Designerpapier in dem Maß 4,5 x 4,5 zweimal. Und das gleiche zweimal in Grundweiß 4,5 x 4,5 brauchen wir auch noch. Ich halte euch kurz das Bild hier rein, das sind alle Maße und wo man's Falten gleich zusammen. Wo man's Falten, ich denke, das könnt ihr euch kurz pausieren und dann habt ihr alles im Überblick. Aber ich erkläre es natürlich Schritt für Schritt. Deswegen starten wir auch gleich mit dem Falzbrett und unserer großen Box. Pfauengrün in meinem Fall 17,3 x 17,3. Und ich falze mir das einmal rundherum bei 6 cm. Ich lege es mir immer hier an. Schön gerade. Falzelement nehmen und bei 6 cm falzen. Und zwar an allen vier Seiten. So ist es eigentlich immer bei der Box. Ich glaube, die gehen nicht anders. Und habe dann hier eine Grundbox mit diesen Falzlinien. Dann nehme ich mir auch gleich den Deckel, der hat das Maß 14,5 x 14,5. Mache es genauso und falze mir das rundherum bei, Achtung, 4,5 cm. Und dann sieht das Ganze so aus, wie die Box auch. Dann kommt die Deckelauflage, die hat 10 x 10 cm und die falze ich mir einmal bei 5 cm in der Mitte. Drehe es mir einmal, nochmal bei 5 cm. Dann habe ich hier vier gleiche Elemente. Und jetzt mache ich noch in einer Richtung eine Diagonallinie. Also das heißt, ich lege mir das Ganze jetzt einmal auf den Bauch und nehme mir eine Ecke, die ich mir einmal diagonal falze. Das heißt, ich lege mir diese Spitzen genau auf die Falzrille hier und falze einmal von einer Ecke in die andere. Und wenn wir das Schneidebrett schon da haben, das sieht jetzt eben so aus, seht mal. Also nur bei einer Diagonalen, nicht bei beiden Seiten. Und wenn wir den Papierschneider schon da haben, dachte ich mir, können wir uns auch gleich das Designerpapier noch einschrägen, weil da braucht man nämlich auch so eine diagonale Kante oder also so zwei Dreiecke. Das lege ich mir genauso ein, Spitze auf Spitze und schneide mir das einmal in der Mitte auseinander. Und auf der anderen Seite genauso. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich die Blume nicht durchschneide. Einmal ratzifatzi durch. Dann haben wir hier vier so kleine Elemente. So, für die Ordnung am Tisch fange ich jetzt tatsächlich mit der Auflage an. Ich falze mir einfach einmal die Falzlinien nach. Ihr könnt dabei darauf achten, dass eure Hügel, das nennt man die Bergfalz, dass die immer innen liegen, diese Falzhügel. Also es gibt immer eine Tal- und eine Bergfalz und dass die eben immer innen liegen. Und dann habt ihr schon genau diesen Mechanismus von dem Deckel. Seht ihr das? Das Ganze
Da gab es doch früher mal diese Frösche, oder? Gab es da so Frösche? Hat man die so gemacht? Kommt mir gerade so irgendwie als Erinnerung. Also alle Falzen einfach nachfalzen. Und dann hat man hier, eigentlich gehen die dann schon fast selber so rein. Dann hat man hier diesen Frosch von früher als Kind. Und wir können hier auch gleich schon das Designerpapier einkleben, dann haben wir diese Zettel nicht mehr auf dem Tisch liegen. Dann nehme ich jetzt einfach den Flüssigkleber und ich werde mir das so ankleben. Also ich möchte hier dann den Text reinstempeln und hier oben vielleicht auch noch. Das heißt, hier kommen meine weißen Schriftelemente auf und hier klebe ich hier auf die Diagonalen einfach dieses Designerpapier mit dem Flüssigkleber auf. Dann kann ich einen kleinen Rand lassen und habe die hier so schön passend aufgeklebt. Jetzt sieht das Ganze so aus und wir haben schon ein bisschen weniger auf dem Tisch liegen. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, ich wollte es ja passend zu dieser Karte machen. Da hätte ich ein anderes Designerpapier nehmen sollen, oder? Okay, ich mache jetzt mal die Grundbox. Dazu nehme ich mir das große Stück und falze mir alle Falzlinien einmal nach. Und ich schneide mir einfach hier unten rechts so kleine Klebelaschen rein. Seht ihr das? So sieht das Ganze aus. Ich drehe es mir einmal, mache das hier auch so. Das heißt, ich schräge mir das hier unten einmal neben der Falzlinie ein, schneide es nach oben, schräge mir es wieder zur Spitze ein und schneide mir diesen langen Teil an der Falzlinie entlang nach oben weg. So sieht das Ganze dann aus. Und so mache ich das einmal außenrum. Wenn ihr schon mal eine Box gemacht habt, das ist ja im Prinzip immer das Gleiche. Dann habe ich die Elemente so und kann mir das Ganze schon mal zusammenkleben. Ich nehme da immer gerne Ableitklebeband, aber das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. Ich weiß schon, viele nehmen lieber den Flüssigkleber. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache, ob man noch ein bisschen ruckeln will oder nicht. Oder ob man sagt, ich mag nicht so lange warten, bis es trocken ist. Die habe ich ein bisschen breit geschnitten. Die schneide ich noch ein bisschen schmaler. Wenn ihr wollt, könntet ihr jetzt auch noch die Box ein bisschen bestempeln. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll, aber ein paar Pünktchen könnten eigentlich nicht schaden. Oder? Ich lasse mir jetzt mal offen. Ich tue es noch nicht zusammenkleben. Das können wir nachher beim Stempeln noch mitmachen, dass wir hier noch ein paar Pünktchen drauf machen. Und jetzt geht es an den Deckel. Und da ist es so, da möchte ich ja diese schrägen Kanten jetzt mal reinmachen. Und ihr könnt euch jetzt vorab überlegen, ob ihr das nur einmal möchtet, also wie bei dieser Box, dass man nur eine Schrägung hat und der andere Teil ist ganz normal gerade. Oder wie bei dieser Box, dass ihr eben vorne eine Schrägung haben wollt und hinten. Das ist halt einfach Geschmackssache, was einem besser gefällt. So, ich zeige es euch mal von allen Seiten. Könnt ihr auswählen, was euch besser gefällt. Ich würde euch jetzt einfach mal die Variante mit beiden Schrägen zeigen und ihr könnt dann schauen, ob ihr beide macht oder nur eine. Das ist euch dann selber überlassen. Und dazu habe ich euch hier so eine kleine Vorlage gezeichnet, dass man das einfacher machen kann. Also als erstes würde ich jetzt mal ganz kurz meine Falzlinien so ein bisschen nachfalzen. Dann seht ihr das wahrscheinlich auch besser. Und dann mache ich mir Markierungen. Und das mache ich einfach mit dem Schneidebrett. Also ihr seht es hier an meinem Muster. Wir brauchen einige Markierungen. Und ich fange jetzt einfach mal bei dieser Markierung hier an. Diese Markierung setze ich mir jetzt. Ich lege mir mal meinen Deckel einfach hier ein in meinen Papierschneider bei 2,5 cm und mache mir mit einem Bleistift auf meiner Falzlinie so eine kleine Markierung. Seht ihr das? So sieht es jetzt aus. Und jetzt drehe ich mir das einmal weiter
lege es mir nochmal bei 2,5 cm hier oben an und mache mir auf der anderen Falzlinie nochmal so eine Markierung. Also auf der unteren. Ich mache es jetzt mal auf, damit ihr das seht. Also ich gehe hier nicht oben irgendwo hin, sondern hier unten mache ich mir die Markierung hin. Wenn ich das dann aufmache, habe ich hier an diesen beiden Punkten, an meiner Ecke hier, zwei Markierungen gemacht. Und jetzt können wir gleich starten, dass wir von dieser Ecke hier unten bis zu unserer Markierung eine Schnittkante setzen. So schräg. Das heißt, ich muss mir das hier einlegen und meinen Punkt, meine Markierung, hier genau in mein Schneidebrett, in meine Rille. Und damit ich hier oben diesen Punkt auch sehe, wo der genau ist, gibt es noch einen kleinen Tipp oder kleinen Trick. Da könnte ich mir hier schon mal einfach entlang hochschneiden bis zu meiner Markierung und das dann schon so ein bisschen, ich mache es mir ehrlich gesagt jetzt schon hin, ich schräg mir das ab und mache mir hier so eine ganz kleine Mini-Klebelasche rein. Seht ihr das? Von meinem Punkt, ein ganz kleines bisschen über meinem Punkt ist, das geht es los nach oben. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich hier diese Markierung und hier unten diese Falz und kann mir das jetzt genau so reinlegen, dass ich meinen Punkt hier gut sehe und unten die Markierung auch gut sehe. Also unten die Falzlinie direkt auf diese Schneiderelle hier und hier oben den Punkt. Und dann nehme ich mir einmal meine Schneideklinge und schräg mir das einmal so ab. Und habe dann hier einen schönen Schnitt, schönen schrägen Schnitt. Meine Markierung kann ich jetzt hier schon mal wegradieren. Das ist noch so ein kleines bisschen von dem Punkt, sieht man noch. Und das hier ist meine kleine Klebelasche, die lasse ich dran. Dann sieht es nachher so aus. Und jetzt kommt gleich die zweite Schneideart sozusagen. Also von dieser Markierung, die wir uns da vorher gemacht haben, möchte ich noch eine Abstiegung haben bis zu dieser Falzkante. Also genau von hier bis zu dieser Falzkante. Und das kann ich auch gleich machen, indem ich es mir einfach wieder so einlege. Und diesmal brauche ich nichts wegschneiden. Ich sehe alles gut. Hier meine Markierung in die Rille und hier die Falzkante in die Rille. Ups. Und dann einmal schönen Schnitt machen. Den Punkt wieder wegradieren. Und dann hat man hier diese schöne Abschrägung, diese schöne Ecke. Also zwei so abgeschrägte Ecken. Wenn ihr das jetzt schon so bei diesem Bereich belassen würdet, könntet ihr euch einfach rundherum jetzt diese Klebelaschen schneiden, die wir auch zum Beispiel hier gemacht haben. Also wenn ihr jetzt, wie kann ich euch das zeigen, hier rechts unten und wieder rechts unten und wieder rechts unten, dann hättet ihr eine Kante in eurer Verpackung. Da Klebeband drauf und dann alles zusammenkleben, dann habt ihr eine Kante und habt dann eben diese Box, die hier nur eine Schrägung hat. Finde ich total schön und kann man wirklich einfach machen. Wenn ihr aber sagt, ich möchte jetzt aber so eine Box haben, wo ich zwei nach oben gehende Elemente habe, zwei so Schrägungen, dann zeige ich euch, wie ihr weitermachen müsst. Dann nehmt ihr euch jetzt das nächste Element, das da kommt. Also wir haben uns das gerade abgeschrägt, wir arbeiten genau hier weiter und schneiden uns jetzt hier ganz normal eine Klebelasche, so wie wir es auch machen würden, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen jetzt nur eine Kante haben. Also ganz normale Klebelasche schneiden. Ups, nicht so zittern. Und dann haben wir die nächste ganz normale Kante. Okay, also das ist jetzt unten. Und jetzt wollen wir hier wieder eine Abschrägung haben. Deswegen brauchen wir hier eine neue Markierung. Also ihr seht, hier ist das, was wir rausgeschnitten haben. Und ich lege mir jetzt wieder meine im Moment noch komplett unbeschnittene Seite sozusagen bei 2,5 cm an. Mache mir wieder alles zu und mache mir hier nochmal eine Markierung hin. Wieder auf meine Falzlinie. Und jetzt, ich zeige es euch mal nochmal nach, hier wieder bei 2,5 und jetzt möchte ich auf dieser Linie auch noch eine machen. Das heißt, ich drehe mir das Ganze noch einmal, lege es mir hier oben wieder bei 2,5 cm an, lege es mir einmal wieder, also klappe mir die Kante wieder um und markiere mir wieder diese Linie hier unten. Okay? So habt ihr jetzt diese Markierung und diese Markierung. Einmal wieder zurück. Ein bisschen näher können wir noch. Und dann
machen wir es hier wieder ganz genauso wie hier gegenüberliegend im Prinzip. Ich schneide mir mit meiner Schere hier bis zu meiner Markierung nach oben, weil ich die ja nachher wieder ein bisschen sehen will. Ganz kleines bisschen weiter, mache mir wieder eine Klebelasche hier rein. So eine kleine Mini-Klebelasche. Und schneide mir hier diese Ecke wieder komplett raus. Okay. Und schräg mir wieder diesen Bereich von hier unten bis hier oben ab. Wenn wir das jetzt mal so einklappen, kann es ja jetzt nicht von da oben losgehen, sondern es muss von unten bis hier rauf, bis zu meiner Markierung wieder abgeschnitten werden, dass ich diese schöne Ecke reinkriege. Und das mache ich auch wieder so, dass ich es mir hier unten einlege und hier oben an meinem Punkt, den ich übrigens weggeschnitten habe, aber ich weiß ja, wo ungefähr war, und schräg mir das hier wieder so schön ab. Leider ist meine Klinge ein bisschen stumpf, das ist jetzt blöd für diese schöne Verpackung, muss ich nur ein bisschen nachschneiden. Und dann schneide ich mir noch die nächste Kante ab. Das heißt, wieder von meiner Markierung bis hier hoch an den Rand kommt dann die nächste Ecke. Die wird dann hier nach unten geschnitten. Also ich lege mir wieder meine Markierung hier ein und schneide mir das hier schön diagonal wieder drüber. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt können wir es uns auch gleich nochmal hinhalten, ob es genau passt. Sieht schön aus. Ein kleines bisschen würde ich es noch anschrägen, aber das kann ich so machen, dass ich mir meine Markierung ein bisschen schräger schneide. Genau, so passt es jetzt einfach perfekt. Und jetzt haben wir nur noch eine Seite, wo wir noch eine ganz normale Klebelasche reinschneiden wollen. Also wieder an der Falzlinie direkt nach rechts, nach oben. Wieder eine kleine Schrägung machen und diese Ecke rausschneiden. Schwupp! Und das ist das ganze Zauberwerk bei dieser abgeschrägten Deckelform mit zwei Abschrägungen. Okay, also so sieht das Ganze dann aus. Ich habe es euch hier nochmal angezeichnet. Ihr habt hier die Markierungen, die setzt ihr euch bei 2,5 cm und auch hier bei 2,5 cm, genauso wie hier drüben. Und alles, was orange ist, schneidet ihr weg. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Macht euch gerne eine Pause. Ich mache auch hier jetzt wieder an alle meine Bereiche das Abreißklebeband drauf. Die kleinen Klebelaschen sind ein bisschen kleiner. Die hätte ich mir noch ein bisschen breiter schneiden können. Aber, und an manchen Stellen geht das Abreißklebeband so ein bisschen drüber, so wie hier seht ihr das. Da ziehe ich jetzt die Schutzfolie ab. Macht also nichts. Und dieses Überbleißel hier, das biege ich mir einfach nach oben, so dass es auf der Klebelasche drauf ist. Und dann ist es genau da, wo es sein soll. Und dann kann ich mir hier die Ecken schön zusammenkleben. Und so mache ich das jetzt einfach einmal außenrum, dass ich mir das komplett anklebe. Und überall, wo ich so ein bisschen zu langes Klebeband habe, kann ich es nach oben machen. Natürlich könntet ihr das auch abschneiden, aber ich finde, da spart man sich einen Arbeitsschritt, wenn man das gleich nach oben biegt. Genau, jetzt geht's weiter. Und zwar würde ich gleich mal mit Stempeln beginnen. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen was hergerichtet. Also ich habe schon mal die Blüte in Lindgrün aufgestempelt. Das ist die Farbe Lindgrün und ich nehme auch noch Pfauengrün, die hat diese Bestellnummer. Und möchte mir jetzt so diese Innenseiten ein bisschen gestalten und habe mir aber auch schon die Blätter einmal aufgestempelt und ausgestanzt. Also wenn ihr jetzt stempelt, ihr braucht auf jeden Fall eine Blüte, ein Blattwerk, da könnt ihr das Zweier oder das Dreier aus diesem Set nehmen. Also es gibt zwei Blätter oder drei. Und ich mache jetzt so ein bisschen die Sprüche aus dem Set. Also ich nehme alles aus diesem Set Florale Freundschaft. Das ist ein Set, das ihr eben nur in diesem Online-Exklusiv im Online-Shop finden könnt, aber ihr könnt das Ganze mal bei mir bestellen. Hat diese Bestellnummer und die Stanzformen dazu heißen genauso Florale Freundschaft, haben diese Bestellnummer. Ich blende euch aber das Bundle auch nochmal ein und da könnt ihr eben auch viele Stanzformen ausstanzen. Passt eben super zusammen. Ich werde nachher auf jeden Fall die kleinere Blüte, die habe ich mir schon aufgestempelt, die stanze ich mir aus und die anderen Sachen habe ich jetzt schon so ein bisschen hergerichtet.
fürs Video, aber ich werde mir jetzt noch die Sprüche aufstempeln. Und dazu nehme ich mir jetzt erstmal das Pfauengrün und mache mir einmal ein Hallo. Ups. Und die schönen Grüße, also das mache ich auf diese kleinen beiden weißen Papiere, die dann innen reinkommen. Die haben ja das Maß 4,5 x 4,5. Und die schönen Grüße mache ich so schräg, damit die gut drauf passen. Und dann haben wir diese schönen Punkte und ich dachte, mit denen kann man erstmal in Farngrün noch so ein bisschen klecksen. Das macht total Spaß. Und wir könnten natürlich auch so ein bisschen die Blätter auch noch so ein bisschen da mit drauf machen. Die sind so schön, weil die halt diese zwei Formen haben. Einmal klare Linien und einmal die Füllung von innen. Und ich finde, das macht sich so gut. Sieht so süß aus. Okay. Allerdings muss ich jetzt sagen, ich habe ja hier noch ein bisschen was in Celadon. Also das ist ja eigentlich alt, aber ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet und auf der Karte ist es auch Celadon. Deswegen würde ich jetzt da auch noch ein bisschen mit Celadon reingehen, einfach dass es innen auch genauso zum Äußeren passt. Und mache mir hier noch so eine ein bisschen Blätterpracht in dieser Form auch noch mit drauf. Und das schaut jetzt ein bisschen blöd aus. So ist besser. Genau. Dann habe ich jetzt mal schon die Innenteile gestempelt und dann habe ich mir gedacht, könnte ich auch noch auf die Box außen ein bisschen stempeln. Die Kleckse bieten sich ja da perfekt an und da gehe ich jetzt auch tatsächlich in das Pfauengrün nochmal rein und mache so Ton in Ton überall noch so ein bisschen Kleckse drauf. Vielleicht haben wir dann Glück und es schaut genau an der Stelle raus, wo diese Abschickung dann ist. Jetzt kurbel ich mir meine Stanzelemente noch aus. Das heißt, ich habe mir diese drei dünnen Blätter ausgestanzt, die sind da dabei und eben ein Blattwerk einmal aufgestempelt und ausgestanzt. Und das gleiche mache ich jetzt einfach noch mit der Blüte, dass ihr auch seht, wie das Stanzen funktioniert mit meiner Stanzmaschine. Einfach einmal diese Blüte ausstanzen. Gibt es übrigens in klein und groß, das ist die kleinere Blüte. Dann haben wir unsere Dekoration auch schon. Habt ihr das überhaupt gesehen? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich im Bild war. Jetzt wird es einmal durchgekurbelt und dann ist es hier perfekt umrandet und man muss nicht schnippeln. Okay, dann geht es ans Zusammenbauen. Erstmal die Box. Die funktioniert einfach wie der Deckel auch. Klebe, Folien, Schutz abziehen. Klebefolie auf die Laschen machen und dann wird die Box ganz normal zusammengeklebt. Die klebt ihr jetzt einfach so schön an die Kante hin. Und dann haben wir hier eine schöne Box und können mal testen, ob der Deckel schon drüber passt. Passt perfekt. Das sieht doch so schön aus, oder? Es ist einfach toll. Ganz einfach, aber so eine schöne Wirkung von so einer schicken Box. Cool. Jetzt kommt die Deko. Ich habe jetzt noch ein bisschen was verändert. Ich habe ja vorher das hier geklebt. Also ich habe einfach mein Designerpapier doch noch verändert, weil ich will ja, dass es zur Karte passt. Und da ist ja ein Quatsch, wenn ich extra schon die Karte habe, dass ich dann die Box anders mache. Von dem her habe ich jetzt hier einfach nur das andere Papier aufgeklebt. Und was ich noch vergessen habe, ihr braucht noch ein Stück, auch mit dem Maß 4,5 x 4,5. Wenn wir das nämlich dann nachher verschließen, kommt das hier oben noch drauf. Okay, deswegen kleben wir uns jetzt diese Elemente hier gleich mal auf. Die kommen auf den Deckel von der Box und ich mache es aber jetzt so, ich lege mir das jetzt einmal vor mich hin, klebe mir erstmal meine grundweißen Elemente hier ein. Eins nach hier rechts unten. Voll schöne Farben, finde ich. So toll. Eins nach oben. Und natürlich, ihr müsst es nicht mit diesem Set machen. Mein Gott, es kann ja sein, dass einem das Set nicht gefällt. Es geht mit jedem anderen Set auch, aber ich finde das gerade so schön und deswegen habe ich da jetzt gleich drei Videos mit einem Stempelset gestaltet, weil ich es so toll finde. Und weil ich schön finde, dass auch was zusammenpasst. Und dann eben hier noch die Dekoration ganz oben drauf. Und wenn man es dann aufmacht, sieht es so aus. Dann falte ich es mir wieder zusammen und mache mir hier unten den Kleber hin.
Achtung, noch eine Sache, falls ihr das doch so machen wollt, dass ihr sagt, ich möchte das ohne Deckel basteln, das könnt ihr natürlich genauso machen. Dann braucht ihr die gleiche Grundbox, müsstet euch hier dieses Element nicht machen, gar nicht. Könntet das einfach, also ihr würdet das Lindgrün schon lassen, aber dieses Grundweiße bräuchtet ihr dann nicht und müsstet euch einfach hier das in der Mitte auseinanderschneiden und könntet das dann hier in eure Verpackung friemeln, sag ich mal ein bisschen. Und das hier oben würde dann ein bisschen größer geschnitten werden, dass das so einen kleinen schönen Abschluss hier oben hat. Das ist ein bisschen größer als dieses Innenteil. Seht ihr das? Und wenn ihr das machen wollt, dann müsstet ihr euch das Band jetzt auch schon unten reinkleben. Okay, das müsstet ihr euch reinkleben, bevor ihr euch diesen Deckel drüber macht. Also da macht ihr noch einen separaten Deckel. Und wir machen es jetzt so, wir wollen das ja genauso gestalten im Prinzip. Also wir wollen ja auch hier oben ein Schleifenband haben. Und damit man das zumachen kann, müssen wir jetzt auf jeden Fall noch die Schleife einbauen, dass wir das ja nicht vergessen, weil sonst haben wir ein bisschen ein Problem mit unserer Schleife, wo kriegen wir die unter? Das heißt, wir bauen die Schleife zwischen den Deckel und unserem oberen Element ein. Und da habe ich jetzt einfach, nehme ich mal dieses silberne Garn, das habe ich an der Karte auch schon verwendet. Schneide mir da ein größeres Stück mal ab und klebe mir das jetzt hier auf meine Unterseite. Also ich klebe mir das nachher so ein und möchte, dass das Band jetzt hier drüber geht. Das heißt, ich lege mir das jetzt einfach mal so an. Ich kann es auch sogar gleich schleifen. Das wäre auch eine Möglichkeit, dann ist das schon mal erledigt. Ich habe es ein bisschen zu lang geschnitten. Das war jetzt zu gut gemeint. Ich muss ja gar nicht um die ganze Box, so wie bei der anderen. Wenn ihr in den Deckel so integriert, bräuchte ihr ein bisschen länger das Band, weil ihr einmal um die ganze Box müsst. Hier muss es nicht so lang sein. Und ich mache es jetzt so, dass ich mir hier unten noch einen Teser drüber klebe. Ich bin da immer so auf den Magneten, da brauche ich immer noch so ein Teserlein, der mir das Ganze sicher sichert. So, klebe ich mir das Band hier an und dann klebe ich mir diese Boxdeckel an. Ihr könntet das jetzt mit Dimension machen, also dass es noch so ein bisschen absteht. Ich habe es bis jetzt immer flach aufgeklebt und nehme jetzt da auch einfach nochmal das Abreißklebeband. Was auch ganz schön ist, ist, wenn das Band noch ein bisschen flacher ist. Mein Band trägt ein kleines bisschen auf, durch das, dass es so ein bisschen höher ist als ein ganz flaches Band. Deswegen nehme ich jetzt hier auch viel Kleber. Aber also ein ganz flaches Band eignet sich da auch sehr gut. Aber das geht schon. So dick ist es jetzt auch nicht. Aber ich habe jetzt hier viel Kleber, dass das ja gut hält und nicht irgendwo absteht. So. Und dann klebe ich mir das einmal hier oben an, achte auf den schönen Rahmen. Die sieht von oben schon so schön aus. Leider ist es in der Kamera, wirkt es so unglaublich hell mit diesem Lindgrün. Das ist überhaupt keine gute Kamerafarbe, aber ich liebe diese Farbe. Ich finde die wirklich sehr schön, aber so sieht man es besser. Und jetzt kommt noch ein bisschen Deko auf die Vorderseite. Da haben wir ja noch das Blümchen, das schwinge ich so ein bisschen. Jetzt bin ich ganz schön in der Lage, ich gehe gleich wieder ein bisschen raus. Einen Moment. Aber ich möchte, dass ihr dieses Lindgrün auch seht. Und das klebe ich mir jetzt mit einem Stück Abreiß, mit einem Stück Abstandspad hier oben hin an den Deckel. Ihr seht das, ich habe jetzt hier den Kleber hingemacht und setze dann hier mein Blümchen auf. So, dann ist da gar kein Problem, wenn ich das auf und zu mache. Kann da nichts verhageln oder stören oder sonst irgendwas, sondern das passt dann einfach ganz gut dahin. Und die ganze restliche Deko, wo ich jetzt noch so da liegen habe, mal schauen, was wir alles brauchen. Klebe ich mir jetzt hier noch so ein bisschen unter. Ich mache hier auf die Oberseite auch was. Das pappe ich jetzt hinter die Blume. Also auch nicht da unten ankleben, sondern an die Blume. Wenn man so ganz von hinten reinguckt, sieht man es an der Blume. Dass es dann mit hoch geht, wenn wir es nachher aufmachen. Und jetzt gucken wir mal, wir haben noch so ein kleines. Das können wir vielleicht da oben noch reinmachen. So schön, dieses Set ist so schön filigran. Da fehlt irgendwie noch was oder könnte noch was hin, gell? Ist das zu mächtig? Ne, das passt. Das machen wir noch. Die kuscheln ein bisschen aneinander. Und? Ist doch schön, oder? Wer möchte, kann hier oben noch einen Spruch hinmachen. Ich habe jetzt hier das kleine Hallo hingemacht, ausgeschnitten mit der Hand und einfach oben hingemacht. Ein bisschen Glitzy kann man noch unterbringen. Da schnappe ich mir jetzt einfach die Glitzersteine.
Die finde ich passen da ganz gut dazu, obwohl ich nicht genau weiß, ob es die noch gibt. Bunter Schimmer heißen, die hätten diese Nummer, wenn es es noch gibt. Weiß jetzt nicht genau. Das habe ich noch nicht auswendig gelernt. Wir haben jetzt die neuen Listen einziehen können. Also ich nehme ja das Video schon viel früher auf, als das ihr seht. Also wir wissen jetzt, was in den neuen Katalog kommt. Es ist jetzt März. Aber ich habe mir das noch nicht alles merken können oder nicht ganz genau geschaut. Ich warte immer auf das Papierexemplar. Das ist mir immer lieber zum Stöbern wie nur online. Das finde ich gar nicht so schön. Ich mag das lieber in der Hand halten und genau anschauen können. Und, ja, Wink of Stella darf auch noch ein bisschen drauf. Ich erwische immer den, wo leer ist. Apropos leerer Wink of Stella. Ich habe euch da mal ein Tippvideo aufgenommen, was ihr mit so einem leeren Wink of Stella noch machen könnt. Das könnte ich euch hier jetzt mal unter dem weißen I da oben einblenden. Dann könnt ihr mal gucken, wenn ihr einen leeren Wink of Stella habt, dass ihr die noch super wiederverwenden könnt. Ein bisschen Glitzer darf schon sein. Seht ihr das überhaupt, wie schön das glitzert? Ich glaube nicht. Müsst ihr nicht mal ausprobieren, das ist toll. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen raus. Rupp. Haben wir hier eine schöne Box, passend zu einer schönen Karte im gleichen Design. Und können das dann wunderschön verschenken. Ich finde das toll. Einmal muss dieses kleines unterbringen, vielleicht eine Kerze. Dann haben wir hier diese schönen Ecken um die Box herum und oben nochmal. Müssen natürlich testen, ob es auch funktioniert und ob wir alles richtig aufgeklebt haben. Die schönen Grüße und das Hallo. Können wir natürlich auch weniger reinstempeln, dafür mehr reinschreiben, wenn man jetzt keine Karte dazu machen will. Aber ja, das guckt ihr, was ihr machen, wie ihr das gestalten möchtet. Ich finde, das ist eine ganz süße kleine Box und ich möchte mich da ganz herzlich bedanken bei meinen wunderbaren Teammitgliedern für diese tollen Inspirationen, bei der Barbara und bei der Petra. Genau. Ich glaube, diese Diagonale hat die Andrea von Andreas Kartenwerkstatt auch schon mal gebastelt. Also Andrea ist auch in meinem Team. Da, glaube ich, meine hat sie auch schon mal ein Video dazu gemacht. Aber ich habe das damals wirklich bei einem Swap, der ist schon ewig her, bekommen. Da waren so Blütensamen drin, das weiß ich noch. Und da war die kleine Gänseblümchenstanze mit drauf. Und da war das auch so diagonal, das fand ich da schon so cool. Und da hat er wirklich jede Menge Inspiration bekommen. Ganz viele verschiedene Ideen zu einer Box. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr habt Spaß am Nachbasteln. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und Freude dabei. Entscheidet euch gerne für eine oder beide Versionen, was euch halt gut gefällt. Und ja, wenn es euch gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativ etwas Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tausend Dank.